Mama, ja. Warum bastelst du mir jedes Jahr eigentlich einen eigenen persönlichen Adventskalender? Hä? Empfindest du das so? Ja, machst du doch auch. Nee, mache ich eben gar nicht. Doch. Na, das ist, Jetzt hast du meine komplette Kindheit zerstört. Günther, ich erkläre dir das jetzt. Es ist trotzdem alles sehr individuell jedes Jahr, doch anders als du dachtest. Guck mal, Schatz. Fandst du das immer so schön? Ja. Dass du jedes Jahr so ein ganz, nur für Günther, den Adventskalender, nur für dich, ja, befüllt von Mami? Ja. Ja, so ist es ja auch eigentlich, Günther. Ja. Nur ich bastel den nicht jedes Jahr. Das sind Stoffsäckchen, die ich einmal aber trotzdem, denkst du dir aus, was möchte der Günther haben und dann packst du es da rein. Und das ist für mich schon Basteln. Also Basteln hat irgendwas so mit Schere, Kleben, Ausmalen. Dann nicht basteln, warum machst du jeden? Nee, nicht warum bastelst du, sondern warum machst du? Warum? Okay, nur deine Frage war halt anders gestellt. Also das möchtest du eigentlich wissen. Ja. Pass auf, weil das Ding ist, ich bastel den nicht jedes Jahr individuell. Du kennst mich, da werde ich irre. Ich hasse es zu basteln. Nein. Hä? Wir haben extrem viel gebastelt. Findest du? Ja. Im Vergleich zu anderen Eltern haben wir extrem wenig gebastelt. Du bastelst aber extrem viel. Oh. Können wir jetzt wieder? Honk. Nennt den Namen seiner Schwester. Honk. Bist du jetzt wieder am Start? Ja. Konzentriert? Ach, machen wir jetzt weiter? Ja, wir machen weiter. Da kommt ein Piep drauf und dann... Oh, also ich mach doch hier nicht nochmal von vorne. Ja, das ist echt... Ne? Time is money. Time is money. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Bist du jetzt wieder voll da? Ich bin hier. Okay, angewiesen. Du weißt, was du tust? Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, wer ich bin. Ich heiße Günther. Ja. Ich sage, ich bastel sehr ungerne. Ich bin schon bei einem ganz anderen Thema. Du sagst, wir haben voll viel gebastelt und mit deiner Schwester bastel ich auch sehr viel. Also so ist es auch. Ja, in meiner Wirklichkeit bastel ich sehr wenig, nur es ist okay für mich. Und es freut mich auch zu hören, dass es bei euch, dass es für dich reicht. Mal gucken, wie deine Schwester das später sieht. Nur im Vergleich zu den Möglichkeiten, die es gäbe zu basteln und vor allen Dingen, was du alles machen könntest. Weißt du noch, der Brunnen, den wir mal gebastelt haben? Ja. Ja, ja, Wahnsinn, oder? War halt sofort kaputt. Das stimmt. Ja, und stand halt dann jahrelang da rum. Nur wir hatten die Sachen, die Töpfe selber bemalt und solche Dinge haben wir halt gemacht. Also es hat eigentlich sowas hat nie funktioniert. Jetzt kommen wir mal zurück zum Adventskalender. Ja. Also ich bastel den natürlich nicht, weil da würde ich irre werden. Andere können das ja gerne machen. Deswegen habe ich mir, ich bin ja Schlaufüchsin. Mhm, deswegen hast du dir Säckchen besorgt. Die habe ich machen lassen. Individuell für dich, den hat niemand anders, diesen Adventskalender. Siehst du, also hast du dir doch Gedanken gemacht. Ja, natürlich, das habe ich ja auch gar nicht behauptet, dass ich keine Gedanken gemacht habe. Nur du hast gefragt, warum bastelst du mir jedes Jahr individuell einen Adventskalender? Das tue ich einfach nicht. Verstehst du? Ja. Natürlich habe ich dir dann, um meine Leichtigkeit zu erfüllen, einmal einen Adventskalender bei einer Näherin in Auftrag gegeben, so Säckchen mit verschiedenen Stoffen, stehen die Zahlen drauf, den nutze ich jetzt seit dann 14 Jahren und befülle jedes Jahr diese Säckchen. So, ich fülle die tatsächlich jedes Jahr individuell und frage mich, was könnte der Günther gebrauchen oder was könnte dem Günther gefallen? Und das sind aktuell Süßigkeiten und Geld. Und damit ist die Sache geritzt. Das stimmt. Ich kenne doch meinen Günther. Ja. Ja. Ich gucke dann immer nochmal, ob ich irgendwie spezielle Süßigkeiten finde. Und das war es eigentlich schon. Wir hatten mal Angelsachen, als du noch gerne geangelt hast. Jetzt könnte ich über Skate-Sachen nachdenken. Du hast ja auch Sponsoren, da brauche ich jetzt nichts. Und ansonsten. Letztes Jahr waren es Reese's mit Geld. Reese's sind Schokoladensachen. Schokoladensachen mit Erdnussbutter drin. Jeden Tag 1 oder 2 Euro? Einmal 2 Euro. Als du noch jünger warst, war es 1 Euro. Ja. Als älter war es 2 Euro. Ich sag dir jetzt nicht, wie viel das dieses Jahr wird. Ein bisschen Überraschung wollen wir ja auch noch haben. Na klar. Vielleicht gibt es auch gar kein Geld im Adventskalender. Es kann sein, dass ich mir das anders überlege. Ich bestücke den ja individuell jedes Jahr.
Das stimmt. Und früher habe ich dir dann so Sachen geholt, die ich aufgeteilt habe auf die vier Säckchen. Kannst du dich da noch erinnern? Stimmt. Das machst du bei meiner Schwester auch noch. Genau. Du holst dir gerne mal ein Duplo-Set. Zum Beispiel. Und dann packst du die Tüten aus und dann packst du das in die verschiedenen... Weißt du, was ich dieses Jahr wahrscheinlich reinmache bei deiner Schwester? Was? Die guckt das ja noch nicht. Ja. Wir haben ja auf der Straße ein Puppenhaus gefunden. Aha. Was noch ziemlich okay ist. Ja. Nur das hat nicht so viel Zubehör. Das heißt, ich werde jetzt Zubehör fürs Puppenhaus besorgen. Das verteile ich auf die 24 Säckchen. Und zusätzlich werde ich wahrscheinlich manche Säckchen mit so Ausmalbildern noch befüllen. Und das war's. Und dann gleich noch neue Stifte dazu, weil da kannst du ja nie genug von haben. Und das ist dann deine Schwester und Günther kriegt dann, überleg mir, hier solche Gummiteile zum Beispiel würden dir gefallen, ne? Ja. Hat er sich hier schon wieder stibitzt aus meinem Regal. Gut, also weißt du denn jetzt, warum ich das mache? Warum ich mir individuell jedes Jahr Gedanken mache? Warum ich mir überhaupt diesen Adventskalender habe anfertigen lassen? Deine Schwester hat ja auch einen individuellen. Ich glaube, das hast du mir gar nicht gesagt. Du hast mir nur erzählt, wieso, also was du da reinpackst. Und das hätte ich ja eigentlich weiß jetzt, dass du dir darüber Gedanken machst, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, warum du das machst. Was denkst du denn? Damit wir, also meine Schwester und ich, Freude haben. Ja. Und dass du vielleicht auch möchtest, dass das nicht so ein abgepackter Schokoladen-Adventskalender ist, sondern dass das ein bisschen was Besonderes ist. Individualität. Ja, mein Gott, ich... Genau, mach das nicht, übersetz doch einfach. Und Rituale sind mir auch sehr wichtig. Das ist ja schon so ein... Guck mal, du machst das jetzt zum 14. Mal in deinem Leben. Noch habe ich es nicht gemacht. Demnächst zum 14. Mal? Du hast es jetzt 13 Mal gemacht? Ja. Es ist ja schon ein festes Ritual. Ja, ist es. Vielleicht machst du deiner Freundin einen Adventskalender. Oder mir. Ich hätte so gerne mal einen Adventskalender. Hast du doch manchmal. Von wem? Von Mike. Nein. Nein? Nein. Ich hatte noch nie einen Adventskalender. Doch, einmal hattest du einen. Den habe ich mir selber gemacht. Ja. Also mein Beileid. Also falls du eine Strategie suchst, um meine Freude und meine Rituale zu erfüllen, ein Adventskalender für Mami wäre cool. Genau, Freude, Rituale, Individualität und all so ein Kram. Genau, deswegen mache ich das und ich mache das halt so, dass es für mich machbar ist. Ja. Also bastel ich nicht. Gut. Haben wir es beendet? Haben wir es beendet. Gibt es noch irgendeine Frage dazu? Deine Frage fehlt eigentlich noch. Was hast du jetzt daraus verstanden? Was das hat sich, glaube ich, schon für mich beantwortet, weil du mir wiedergegeben hast, was du glaubst, warum du glaubst, warum ich das mache überhaupt. Ich hätte allerdings doch noch eine Frage. Wie wäre es denn, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, ach, der Günther, du, der ist alt genug, der braucht keinen mehr. Nee. Oh, also wäre schön. Also bis zumindest meinem 18. Lebensjahr hätte ich dann schon noch gerne einen Adventskalender. Du weißt, was meine Eltern früher gemacht haben? Die haben irgendwann gesagt, wir machen einen Adventskalender für die Familie. Und da war immer einer im Wechsel zuständig, das Säckchen zu füllen. Dann wird so, heute räume ich die Spülmaschine aus, wir gehen ins Kino, ich koche etwas zu essen. So ein Familien-Adventskalender wäre doch auch cool. Ja. Ich bespreche das nochmal in einem Familienkonsens. Ich komme schon irgendwie an meinen Adventskalender. Dann? Ja, das war's dann für heute. Cool. Günther? Cool. Hier, Checo. Sieht man's ja. Was? Sehr schön. Ach, ich werde immer besser, Leute. Mach's aus. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss.